Hey Leute und willkommen zu diesem Tutorial, wie ihr euch Ligen wie die Bundesliga, La Liga und so weiter in PES 21 reinmodden bzw. installieren könnt. Macht dieses Video einfach mit und dann wird alles laufen. Ich werde alles ganz ruhig Schritt für Schritt erklären, sodass hoffentlich jeder versteht, was er hier machen soll. Wenn ihr noch Fragen habt, super gerne in die Kommentare. Ich werde probieren, alles zu beantworten. Oder ihr schreibt mir einfach privat auf Instagram. Auch der Instagram ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Nichtsdestotrotz hoffe ich einfach mal alles abzudecken, dass keine weiteren Fragen aufkommen. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Ich probiere mein Bestes. Was ihr für diese Installation braucht, ist definitiv ein USB-Stick. Dazu komme ich gleich nochmal. Das kann ein schneller USB-Stick sein, dann funktioniert das Ganze ein bisschen flotter. Ich habe einfach einen einfachen genommen, weil den müssen wir jetzt gleich formatieren. Und wenn wir den formatieren, dann heißt das, dass alles, was drauf ist, gelöscht wird. Das heißt, am besten nehmt ihr einen, wo gar nichts drauf ist oder wenig, dass man dann quasi wegschieben kann. Ansonsten braucht ihr natürlich noch dieses Video, gut 30 Minuten schätze ich mal, das Video wird nicht so lang, keine Angst, aber 30 Minuten mit den ganzen Ladezeiten und so definitiv. Was ihr auch noch braucht, ist ein Entpackungsprogramm, das heißt WinRAR oder 7-Zip oder was es da auch immer noch gibt. Dann braucht ihr natürlich PES 21, logisch, und eine PlayStation 4 bzw. 5, wenn sie da mal draußen ist. Es funktioniert wahrscheinlich vielleicht sogar mit Xbox und PC, da gibt es so ein paar abgewandte Versionen. Ich habe leider keine Xbox da und kann euch das auch nicht am PC zeigen, das tut mir schrecklich leid. Probiert es einfach mal aus, es funktioniert relativ ähnlich, es soll theoretisch eigentlich auch klappen, also es ist ein bisschen komplizierter mit Microsoft und so, aber probiert es aus und wie gesagt, bei Fragen gerne mal melden. Was kurz zu sagen ist, ist natürlich, dass ich das Ganze hier direkt am Release Day aufnehme, also 15.09. der Dienstag, wo PES rausgekommen ist. Und zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch keine kostenlosen Patches. Die kommen aber bald und sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Also ihr könnt das Ganze genauso machen, auch mit den kostenlosen Sachen. Ich habe mir jetzt ein Patch gekauft, das soll wirklich überhaupt keine Werbung sein, aber ich habe mir ein Patch gekauft, denn bei PES Universe, da gibt es die schon direkt am Release Day für einen 10er, glaube ich, da muss man so eine Mitgliedschaft mal abschließen und dann kann man sich die runterladen. Keine Werbung, ist keiner verpflichtet zu, wie gesagt, einfach mal in der Videobeschreibung schauen, wenn die schon da sind, geil, dann könnt ihr die auch kostenlos nehmen, ist wirklich fast genauso gut, beziehungsweise genauso gut, ich habe die letzten Jahre auch immer benutzt. So Leute, wir switchen kurz mal auf den PC, dann kann ich euch mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. So sieht die Seite aus von den kostenlosen Patches und da will ich euch einfach nochmal zeigen, also wenn die Patches da sind für PES 21, dann müsst ihr einfach Folgendes machen, ihr klickt einfach die Liga an, die ihr haben wollt, das heißt zum Beispiel die German League, also die deutsche Bundesliga, klickt dann auf Download, es gibt manchmal die Variante, dass man 1024 auswählt kann, aber es gibt auch manchmal die Variante wie hier, dass man 2048 und 1024, also da müsste man ein bisschen abwägen. Ich würde euch empfehlen, dann natürlich die 2048er Version zu nehmen. Wenn es mit der nicht funktionieren sollte, dann auf jeden Fall zu der niedrigeren Version greifen. Das Ganze funktioniert dann wie folgt, man klickt da einfach drauf und auf Download, ja, das heißt, ihr ladet das Ganze runter. Und das könnt ihr natürlich mit allen möglichen Ligen machen, was ganz, ganz wichtig ist, ihr müsst natürlich auch die Competitions hier runterladen, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also, das sind quasi die Logos von der Bundesliga, von der Champions League und sowas. So, wir haben jetzt einmal die Bundesliga runtergeladen und einmal das Competitions-Ding. Die zieht ihr euch einfach dann auf den Desktop drauf. So, ich zeige euch jetzt mal kurz, wie das Ganze ausschaut. Wenn ihr das öffnet, habt ihr hier quasi so einen Vorordner und dann habt ihr einen WePES-Ordner. W-E-P-E-S habe ich es immer schön genannt. Und in diesem Ordner sind quasi die ganzen Dateien drin. Das ist der entpackte Ordner, da sind die ganzen Dateien drin. Das heißt, irgendwelche Sponsoren, Name vom Stadion, die Trikots und ganz, ganz viel. Und diese ganzen Sachen, die müssen wir natürlich auf den USB-Stick packen. Das sieht übrigens bei Competitions genauso aus. Also auch hier habt ihr diesen Vorordner und dann einen WePES-Ordner und dann die ganzen Logos. Ihr seht zum Beispiel DFB-Pokal-Logo oder so. Also das, oder Supercup oder was auch immer. Also da sind die ganzen Sachen drin. Bei meiner gekauften Version sieht das Ganze auch relativ ähnlich aus. Ich habe quasi einen Vorordner. Und dann habe ich die ganzen Ligen schon vereint, also Competitions, Premier League muss ich nicht alles extra runterladen, das ist alles in einem drin.
Und da kann ich eben zum Beispiel in der Bundesliga dann sehen, okay, hier sind die ganzen Dateien drin. Augsburg, Dortmund, Gladbach und so. Das ist eine schöne Ordnerstruktur, aber im Prinzip ist das gleiche. So, wir schließen auf jeden Fall den USB-Stick an und sobald der USB-Stick drin ist, können wir ihn, wie gesagt, leeren. Also ich würde alles runternehmen, was drauf ist, denn wir müssen ihn jetzt formatieren und dann, wenn wir den formatieren, wird quasi automatisch alles gelöscht. Wir klicken Rechtsklick hier auf den USB-Stick drauf und können dann auf Formatieren gehen. Und da ganz klare Empfehlung, Dateisystem, EXFAT. EXFAT und dann Schnellformatierung starten. Dann wird nochmal gesagt, es werden alle Daten gelöscht, wenn wir jetzt auf OK drücken. Wir haben ja hoffentlich keine Daten drauf, das ist ja der Trick dabei. Und dann ist die Formatierung abgeschlossen. Das heißt, die PlayStation erkennt jetzt euren USB-Stick oder Festplatte, was auch immer. Das heißt, wir machen jetzt unseren USB-Stick dann nochmal auf und erstellen uns jetzt hier einen Ordner namens WePass. Und in diesen WePass-Ordner packen wir jetzt alle möglichen Dateien, also ich klicke jetzt quasi diesen WePass-Ordner an und da packen wir jetzt alle möglichen Dateien rein. Das heißt, wir gehen jetzt hier zum Beispiel auf die Competitions, klicken dann in diesen WePass rein, drücken STRG A, also wir kopieren alles und ziehen das hier in diesen WePass-Ordner rein. Das haben wir gemacht, dann gehen wir auf die Bundesliga, machen hier das gleiche, wir gehen in diesen Vorordner, wir gehen in den WePass-Ordner rein, drücken wieder STRG A, das heißt wir kopieren alles und ziehen das in diesen vorhandenen WePass-Ordner, wo auch die Competitions schon sind, mit rein. Das dauert immer eine Kleinigkeit, aber wie gesagt, je nachdem wie schnell natürlich euer USB-Stick ist und euer PC und eure Festplatte und was weiß ich alles. So, und das machen wir jetzt mit allen weiteren Ligen quasi, die wir haben, das heißt Premier League, La Liga und was auch immer ihr alles habt, die packen wir alle hier rein, bis quasi euer WePass-Ordner fertig ist. So, dann haben wir den fertigen WePass-Ordner, da ist auf jeden Fall ordentlich was drin jetzt. Und mit diesem fertigen WePass-Ordner gehen wir jetzt rüber, den stecken wir quasi aus dem PC raus. Und mit diesem fertigen WePass-Ordner gehen wir jetzt rüber in die PlayStation und da wird der jetzt reingepackt. So, angekommen auf der PlayStation gehen wir hier auf Einstellungen und auf neueste Live-Aktualisierung. Da machen wir nämlich vorher eine, bevor wir das Ganze reinpacken. Einfach beide Haken drin lassen und auf OK drücken. So, haben wir die Live-Aktualisierung gemacht, gehen wir wieder auf Einstellungen und natürlich auf Editieren. Falls ihr hier noch nicht drauf gewesen seid, kann es sein, dass ihr euch irgendwie fragt, ob man irgendwas abspeichern soll oder so. Dann speichert das auf jeden Fall mal ab. Nichtsdestotrotz überspeichern wir das jetzt sowieso gleich. Wir gehen daher erstmal auf Importieren und auf Team Importieren. Da hat er unseren USB-Stick erkannt und man sieht, die Dateigröße ist schon deutlich größer als die letzten Jahre. Ich hoffe, dass es da keine Komplikationen gibt. Habe ich von ein paar Kollegen schon gehört. Er zeigt hier jetzt auf jeden Fall dann die ganzen Clubs an, die er erkannt hat. Und wir klicken jetzt einfach mal auf alle Dateien auswählen, Viereck, und drücken dann hier oben auf Detaileinstellungen aufrufen und wählen beide Haken an und drücken dann auf OK. 119 Sachen werden importiert. Ich hoffe, dass das jetzt hier funktioniert. Das dauert ein bisschen länger. Das ist ein Schritt, der schon ein bisschen Zeit beansprucht. Falls es hier Probleme geben sollte, dann muss man echt probieren, einzelne Ligen zu machen. Das heißt irgendwie die Bundesliga, dann die La Liga und dann was weiß ich was. Also nicht alle auf einmal anwählen, sondern immer nur die paar von der Liga, so 10, 15, was auch immer. Aber wir hoffen einfach mal, dass es klappt bei euch und bei mir. Und dann schauen wir mal, melde ich mich gleich wieder, wenn das Ganze vorbei ist. So Leute, lang hat's gedauert, es hat funktioniert, Dateiimport abgeschlossen. Übrigens, falls es bei euch da Probleme gibt, im Sinne von, dass ihr nichts mehr importieren könnt, sondern Bilder löschen müsst, dann löscht einfach sowas wie Stadion, Bilder und Trainerfotos und so, das braucht man nicht unbedingt, dass man kann ja hier auf Bilder löschen gehen. Trainerfoto, Stadionbild und so oder Bild des Sponsorenlogos, könnt ihr einfach rausballern. Falls es bei euch klappen sollte, könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Wir gehen dann auf Bilder importieren und wählen dann Wettbewerbsembleme aus, natürlich wieder den USB-Stick, und dann gehen wir auf ausgewählte Bilder importieren bzw. überschreiben vom gleichen Namen auch noch. Und dann wählen wir die Wettbewerbe aus, also quasi Champions League, Euro League, Super Cup. So, und ab hier beginnen dann Trikots, die erkennt er hier fehlerhafterweise auch. Die nehmen wir natürlich nicht mit, wir importieren nur diese 59 sind es bei mir, Wettbewerbsembleme.
So, Dateiimport abgeschlossen. Dann gehen wir zurück und sagen Wettbewerb importieren. Da wollen wir dann die ganzen Supercup, DFB-Pokal und so, das machen wir jetzt hier alles dann rein. Hier können wir kurz runterscrollen, wie viel ihr hier ungefähr habt. Und wir können uns hier freuen, wir haben 53 Wettbewerbe, die wir quasi importieren. Falls ihr da irgendwie mehr haben solltet, das hatte ich auch schon mal. Da müsst ihr einfach, oh, jetzt habe ich hier gar nicht ausgewählt, da müsst ihr einfach das Ganze nochmal, also den Patch nochmal auf den USB-Stick drauf, da ist dann irgendwas schief gelaufen. Also wir setzen den Haken wieder bei Überschreiben und dann importieren wir auch diese 51 Wettbewerbe. Jetzt haben wir einen guten Zeitpunkt erwischt, um das Ganze mal abzuspeichern. Wir gehen dementsprechend zurück und überschreiben die Daten. Dann kann auf jeden Fall nichts passieren, dass irgendwie mal was abstürzt oder so, und dann kannst du alles wieder neu machen, weil wir haben jetzt schon das Gröbste hinter uns. Dann gehen wir einfach mal wieder auf Wettbewerbe. Normalerweise sehen wir jetzt dann hier schon die ganzen Sachen, also Champions League, Euroleague, Supercup, bla bla bla, wir sehen die ganzen Ligen, und unter PEU-Liga ist dann auch die Bundesliga mit drin, und da müssen wir noch eine Kleinigkeit umstellen. Da gehen wir nämlich auf Detaileinstellungen, denn die Bundesliga wird ja als neue Liga quasi hinzugefügt, also die ersetzt quasi die PEU-Liga, und deswegen müssen wir hier mal ein bisschen gucken, dass es richtig läuft. Die erhaltenen Karten, da stellen wir auf Modell Nummer 1, das ist einfach die Spielsperre, die das ein bisschen realistischer macht. Und bei der Berechnung der Tabellenstände nehmen wir Typ Nummer 4. Wir gehen zurück und gehen dann auf Wettbewerbseinstellungen, gehen dann hier auf Zahl der teilnehmenden Mannschaften, und dann können wir bei der Bundesliga auf 18 stellen, ist nämlich hier standardmäßig auf 20 und es nehmen ja nur 18 teil. Wir gehen dann hier zurück und gehen oben auf Europa und suchen hier hinten die Bundesliga. Hier haben wir nämlich dann die Bundesliga mit diesen ganzen reingemoddeten Mannschaften, also zum Beispiel Arminia Bielefeld, Union Berlin, Hertha, Leipzig, was auch immer. Und hier ist es nur so, dass ja immer drei Mannschaften quasi echt lizenziert dabei sind. Das ist dieses Jahr wieder wie letztes Jahr Leverkusen, Bayern München und Schalke. Und diese drei Mannschaften, die müssen wir natürlich jetzt austauschen mit diesen drei hier, die unecht sind. Und da haben wir zum einen zum Beispiel dieses Seintracht, das kann bei euch übrigens total unterschiedlich sein, also keine Ahnung. Das tauschen wir und setzen zum Beispiel mal Bayern München ein. Dann haben wir hier Längerblitz, das tauschen wir mit Leverkusen, und dann nehmen wir Pest United und tauschen das mit Schalke. Das ist relativ egal, wie ihr das macht. Hauptsache, ihr habt jetzt dann diese drei Mannschaften getauscht, denn dann habt ihr ein volles Feld. Ihr habt Schalke, Bielefeld, Union Berlin, bla 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 bla. Also Bundesliga ist damit eigentlich komplett ready. Damit haben wir das Ganze da tatsächlich erledigt komplett und können jetzt das Ganze nochmal abspeichern. Ja, wir müssen natürlich das Ganze nochmal saven, und dann können wir tatsächlich jetzt ins Modusmenü zurückgehen und dann dort unsere Karriere starten. Das werde ich auch machen, eine Spielerkarriere, eine Trainerkarriere. Also wie gesagt, falls euch da irgendwas interessiert, gerne ein Abo dalassen und vorbeischauen. Und ansonsten habe ich sogar einen neuen Kanal noch aufgemacht, rechts oben beim i verlinkt, ja, da könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen, denn da kam heute oder kommt heute Abend, je nachdem wann ihr das Video natürlich guckt, noch ein Behind-the-Scenes-Vlog, also so quasi was so hinter den Kulissen abgeht. Aber da kommen noch ganz, ganz viele andere coole Videos auch mit einer Freundin von mir und so. Da haben wir für die nächsten Tage auf jeden Fall coole Sachen geplant. Also könnt ihr gerne da vorbeischauen. Ich hoffe, das hat bei euch alles geklappt und ihr habt die Bundesliga und ganz, ganz viele andere Ligen noch reingemoddet. Ganz kurz sei noch dazu gesagt, das Ganze funktioniert nicht im Anstoßmodus. Fragt mich nicht warum, es ist einfach so konzipiert. Im Anstoßmodus können wir gerne mal reinschauen. Da haben die ganzen Mannschaften der Bundesliga schlechte Werte. Die haben da irgendwie, also es ist irgendwie ganz durcheinander gewurschtelt, wenn wir jetzt in die Bundesliga gehen. Man sieht, da ist noch Pest United mit drin. Man sieht, dass Gladbach irgendwie so ganz, ganz schlechte Werte hat. Auch noch nicht die Originalspieler. Das Ganze funktioniert online, definitiv. Also da könnt ihr das machen. Und es funktioniert in der Karriere. Und die Karrieren in Pest sind ja mega, mega cool. Also ich freue mich auf meine Karrieren. Macht's gut, haut rein, lasst Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dahin, ciao, ciao.